den ganzen Tag hier angucke. Das sind die Leute hier, ist eigentlich nett, ne? Ja, und jetzt kommen wir zu einem Künstler, der aus Polen zu uns gekommen ist, damals schon 1988, habe ich gelesen, und zwar kam er nach Deutschland, genauer gesagt nach Müllrose in Brandenburg. Und da lernte er laut eigenen Angaben zwei Sprachen, Deutsch und Ostdeutsch. Und er lernte alle Witze, die man in Deutschland über Polen kennt, und das zeugt von einem geradezu enzyklopädischen Gedächtnis. Ja? Und er hat daraus einen Beruf gemacht. Hier ist Marek Fis. Ja, mir ist immer noch arschkalt, nicht? Ja, jeden Polen ist arschkalt in Deutschland. Das ist die soziale Kälte, die uns hier entgegenweht. Ne? Ja, weil habe ich gehört, in der Pause hinter der Bühne haben sich einige beschwert. Ah, der Pole ist da, ist unsere Garderobe sicher. Ja, kann ich versprechen, mache ich heute wirklich nichts mit Garderobe. Nein, weil die macht heute meine Tante Edja. Ja? Aber das ist auch so. Ne? Ich meine, wer von Ihnen war schon mal in Polen? Ne? Vielleicht ja, Sie? Gut, ich meine jetzt nach 45. Ne? Das kennt man noch nicht so. Aber auch die Thema mit den Autos. Nicht? Sie müssen verstehen von psychiatrischer Ebene. Nicht? Wir hatten früher nur ein Automodell. Ne? Polski Fiat. Ja, ja, da passe ich nicht mal rein. Ne? Stellen Sie sich vor, in Deutschland sehen alle Frauen aus wie Angela Merkel. Ne? Da gehen sie doch auch ins Ausland, toben sich aus und kommen mit Trophäe wieder zurück, oder? Aber Mann, ist das schön hier, also muss ich sagen, ist toll hier zu sein. Ich könnte mich gerade selbst befummeln, nicht? Also weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, ne? Doch eigentlich schon, ja. Aber wir sind hier bei RBB vor 24 Uhr. Und nicht bei Neuen Live im Frühstücksfernsehen. Ja. Aber habe ich auch hinter der Bühne, da wollte man mich bescheißen, nicht? Ein Deutscher wollte mich bescheißen, ja. Habe ich bekommen. Schäferhofer Grapefruit, Weizen, Lemon Mix, Dragonfruit flavored with energy light. Das hat so viel Prozent wie polnische Leitungswasser. Ja. Ja, ich komme mal kurz hier zu Ihnen nach unten. Keine Angst, ich rieche immer so, ja. Hier. Trinken Sie, weil Sie müssen wahrscheinlich mit dem Alten noch nach Hause fahren. Ne? Ja. Ich hätte noch ein Plätzchen frei, ja, aber nicht in seinem Smart. Ne? Wir Polen haben auch unsere Stolz. Ja. Aber viele haben mich auch gefragt, Marek, wo gibt es diese Hose hier von dir? Diese Spendierhose, nicht? Ja, das ist ein Einzelstück. Ne? Ja. Habe ich gekauft bei KDW, nicht? Kennen Sie KDW, ne? Kaufhaus der Westen. Ja, aber da um die Ecke, ne? Bei Humana Secondhand, ja? In der Reizwäscheabteilung, ne? Modell Urinowski. Ja, sie hatte hier früher einen bequemen Eingriff, hat aber meine Oma zugenäht. Ja? Familie Fies, ne? Ja. Aber viele fragen mich auch, Marek, warum kaufst du die Hose nicht auf Polenmarkt, ne? So wie ihr immer macht, ne? Aber da muss ich sagen, überteuerte Ramschware von bulgarischen Kindersklaven zusammengeschraubt, da kann ich gleich zum Mediamarkt gehen. Ja. 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 Aber auch wenn ihr zu uns kommt in Polenmarkt, ne, ja, ihr seid auch toll. Ne? Also, wenn ihr denkt, ihr habt einen Pullover von 80 Euro auf 40 runtergehandelt, da wissen wir haben euch immer noch um 38 Euro beschissen. Ja, ja. Oh, nee. Aber ich muss sagen, wenn ihr schon da seid, nicht bei uns, dann macht ihr immer schön Urlaub. Ne? Billig Urlaub an polnischer Ostsee, nicht? Und da lasst ihr eure UFOs da. Ne? UFOs, das sind unförmige, frauliche Objekte. Ja, die hatten das letzte Mal Geschlechtsverkehr, als der Mann mit dem Bärtchen noch bei euch das Sagen hatte. Ne? Ja, ich meine Rübezahl. Ne? Ja, die sehen aus mit ihren roten Neopren-Badekappen, nicht? Von Weitem so wie Bojen für den Binnenverkehr. Ne? Aber ja, ich will nicht immer nur draufhauen, weil habe ich auch eine Eroberung gemacht. Ja, sie heißt Waltraud, nicht? Ist 64, kommt aus Fürstenfeldbruck und sie hatte so ein wunderschönes Tattoo.
Nicht, also nicht wie die ganzen Frisesen aus Telto Flaming, so Arschgeweih vorne am Bauch. Ne? Nein, sie hat eine Couch, nicht? Ja, in Originalgröße. Auf dem Nacken. Ja, ja, aber ich will nicht immer noch draufhauen, ne? Weil das Schönste an ihr war ihr deutscher Pass. Ne? Ja, Sie kennen das, Sie kriegen was nie, ne? Das ist, geht mir auch. Aber ich frage mich, wie können die so aussehen? Ne? Also ihr Deutsche seid doch immer alle Kamasutra, Aloe Vera, Pilates, Nordic Walking, laktosefrei. Ne? Ja, aber vor allem Bio. Ne? Bio, was ist das? Ne? Bei uns in Polen ist Bio, wenn meine Oma die geschlachtete Sau nicht auf dem Sofa ausbluten lässt. Ja, aber das Allerschlimmste, das ist doch Bionade, nicht? Ja, faire Pisse mit Kohlensäure. Ja. Das Rezept habt ihr von uns auch geklaut. Ne? Aber muss ich sagen, dafür müsst ihr leben, dass Boris Becker ein Deutscher ist. Ne? Also ich finde, das ist schlimmer. Ne? Aber zu uns kommt er nicht. Ne? Zu uns kommt er nicht. Nein, wir haben keine schwarzen Schönheiten. Ne? Wir haben nur osteuropäische Minderjährige. Ne? Ja, da habe ich eher Angst vor Lothar Matthäus. Ja, aber ich muss mich langsam beeilen, weil ich werde langsam wieder nüchtern. Ja. Nicht schön, ne? Ist auch so, ne? Ich meine, ich mache jetzt bald Schluss hier, Feierabend, weil ist wie früher bei mir auf dem Kleingeldstrich, ne? Ja, arbeiten wie Pferd, verdienen wie Pony. Ne? Gage kriegt sowieso Bewährungshelfer, ne? Also muss ich sagen, nicht schön, ne? Aber vielleicht noch kurzer Hinweis, also ich sehe so viele schöne Menschen heute hier, ne? Ich muss sagen, ob Mann oder Frau, ist mir egal, wird geknallt, was vor Ohr kommt. Ne? Ja, aber die sich nicht trauen, ich habe auch MSN, ICQ, Skype, E-Mail, Facebook, StudiVZ, nicht? Müssen sie einfach nur suchen nach Ostblock Latino. Ja. Vielleicht noch kleiner Hinweis, so damit sich der Abend auch für mich lohnt, nicht? Ich stehe jetzt vor die Wildmäuse und verkaufe ich meine DVDs. Ist jetzt Happy Hour. Ne? Zwei zum Preis von einer habe ich hier mitgebracht. Das ist einmal Harry Potter und der Halbblutprinz. Horst Schlemmer, ich kandidiere. Auch als Blu-ray. Dankeschön, Deutschland. Auf Wiedersehen. Marek Fis.